Nach der Champions League-Pleite von Red Bull Salzburg am gestrigen Mittwoch geht es heute Donnerstag schon wieder weiter in der Europa League für unsere österreichischen Clubs. Der WAC trifft da auswärts auf Basak Istanbul. Bei mir im Studio unser Sportexperte Edi Finger Junior. Edi, wo kann denn da der WAC ansetzen? Wo sind die Schwachstellen von Istanbul? Die Kärntner sind überhaupt die Überraschung in dieser Europa League. Sie sind punktegleich mit den Roma-Führenden an der Spitze. Wenn sie heute gewinnen, dann ist schon alles erledigt, dann steigen sie auf. Also das ist fast ein Schicksalsspiel für die Kärntner und das ist die Sensation. Die Stärke der Kärntner ist eigentlich ihre Ausgeglichenheit, ihr Einsatz, ihr ruhiges Spiel. Sie geben nicht auf, sie fürchten sich nicht, sie spielen nicht zu defensiv, sie öffnen sich auch sehr, sehr schnell und sind immer für Tore gut. Also das wird ein Entscheidungsspiel und von meinem Gefühl her, glaube ich, schaffen es heute die Kärntner. Und weiters am Spielplan heute Eindhoven gegen LASK Linz, ebenfalls Aussatz für die Oberösterreicher. Wo kann hier der LASK ansetzen, um zu punkten? Das wird der Nuss werden. Die Eindhovener haben zweimal gespielt, zweimal gewonnen. Der LASK hat 3 Punkte, die haben 6 Punkte. Der LASK muss schauen, dass er heute zumindest ein Remis herausholt. Aber diese Aufgabe ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für die Linzer. Sie können es schaffen, aber da brauchen sie schon einen tollen Tag. Da muss alles klappen, aber wir halten natürlich die Daumen. So ist es. Wir drücken die Daumen dem WRC und dem LASK. Auswärts müssen heute beide Mannschaften ran. Die Europa League am heutigen Abend im Fußball.